So, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße alle ganz herzlich zum heutigen, ja, ich muss es so nennen, Strategie-Webinar. Es ist kein Live-Trading, sondern heute versetzen wir uns erstmal mit der Strategie auseinander, die dann die Grundlage bildet für das Live-Trading kommende Woche, Dienstag. Das findet dann auch nicht abends um 19 Uhr statt, sondern schon bereits morgens um 9 Uhr, pünktlich zur Markteröffnung dann im DAX. Nichtsdestotrotz, ich kann an der Stelle schon vorwegnehmen, ich freue mich riesig auf dieses Webinar jetzt, weil ich eine ganze Menge an Input, glaube ich, habe, den ich präsentieren kann. Ich kann zum Beispiel auch eine Nachbetrachtung eines Trades zeigen. Der DAX hat jetzt zum Beispiel gerade eben vor kurzem, der ein oder andere hat es vielleicht noch beobachtet, neue Tageshochs markieren können. Ich kann infolgedessen ein super Ergebnis eigentlich für einen Trade präsentieren von heute früh. Ich hatte einen Short Trade im DAX zum Beispiel laufen und habe diesen dann im Bereich um 12.600 Punkte, was 12.610, glaube ich, ziemlich genau, habe diesen dort geschlossen. Das bedeutet jetzt etwas anders formuliert, dass dieser Exit ganz offensichtlich im Bereich der Tagestiefs eine sehr, sehr gute Entscheidung eben tatsächlich war. Ich will auch gleich die Idee dahinter zeigen. Zum Beispiel, das Interessante ist, die dem Trade zugrunde liegende Strategie ist beispielsweise eine, die heute zum Beispiel keine Rolle spielt. Übrigens, während wir hier schon sprechen, klicke ich jetzt mal ganz kurz auf mich, das bin ich, ja, und ich präsentiere heute eben eine meiner bevorzugten und auch tatsächlich profitabelsten Handelsstrategien, eine, die sich schon seit nunmehr fast 30 Jahren etabliert hat, der breiten Masse, so nenne ich jetzt mal uns Kleinanleger, ja, Retail-Trader, Privatanleger, wie auch immer, wurde diese zugetragen in den 1980er Jahren von einem gewissen Toby Crable, heute erfolgreicher Hedgefondsmanager, Milliarden verwaltend und demzufolge alleine wahrscheinlich schon jemand, dem es sich durchaus mal lohnt, an der einen oder anderen Stelle dann zuzuhören, wenn der was zu sagen hat. Und mit dieser Strategie wollen wir uns heute auseinandersetzen und ich will es auch ganz bewusst so halten, dass ich die als Basisstrategie bezeichne. Die ist dann in verschiedenen Versionen anwendbar gibt, wobei die Basisstrategie als solche, so wird sich das bereits zeigen, bereits profitabel ist eben tatsächlich. Und dann kommt, das ist das Tolle am heutigen Tag eben, wir arbeiten mit realen Trades hier. Also ich werde jetzt hier zum Beispiel keine Platzpatronen oder sowas präsentieren oder mit Platzpatronen wird hier nicht geschossen, sondern wir haben ein reales Konto, mit dem wir hier arbeiten und in diesem Zusammenhang wird dieser Trade dann oder ist auch ein realer Trade. Ich habe eine Sektion eingerichtet extra hierfür, ein Konto, das ist verknüpft mit einer Webseite, die ich auch schon mal vorgestellt hatte in diversen Morning Meetings, FX Blue. Somit ist dort auch dann zum Beispiel ganz klar ersichtlich, dass es sich um Live-Konto handelt und dergleichen. So, und das Tolle ist eben, dass ich diese Basisstrategie, diese Profile, DAX-Trading-Strategie hier zwar präsentieren werde, nichtsdestotrotz sich dann auch zeigen wird, was meine ich überhaupt damit? Also, was ist denn eine Basisstrategie? Was sollte unser Ziel im Trading sein? Und dafür ist der heutige Tag glücklicherweise, aber so hat es der Trader Gott gewollt, ist der perfekt einfach. So, weiteres dazu dann in den folgenden Minuten. So, hier zunächst einmal ganz wichtig, der Risikohinweis. Das ist ganz besonders für den heutigen Veranstalter des Webinars. Ich bin der Moderator, der Veranstalter des Webinars ist Tegmill ganz wichtig, FCA reguliert, voll FCA regulierter Broker. Da sind diese Risikohinweise immer ganz wichtig. Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist daher auch eben nicht für jeden Anleger geeignet. Ja, bevor man mit dem Live-Trading beginnt, wie gesagt, sollte man die finanziellen Umstände, Risikoneigung, Erfahrung schon, Handelsziele ganz sorgfältig prüfen. Alles das, was hier heute präsentiert wird, ja, das sind keine Handelsempfehlungen oder sonst dergleichen, das ist auch bitte nicht so zu verstehen, sondern dient rein informellen Zwecken, also wie Veranschaulichung und Weiterbildung eben entsprechend. Und ja, das also im Zusammenhang mit dem Risikohinweis. Und dann landen wir bei mir als Moderator. Ich bin mir allerdings nicht so sicher. Auch wenn ich gerne meine Vita präsentiere, man kann ja einfach einen Screenshot machen und kann sich die dann zu Hause einfach mal durchlesen. Aber so viel gibt es zu meiner Person eigentlich nicht zu sagen, beziehungsweise ich möchte weniger eigentlich über mich reden als über den Handelsansatz, weil ich den
als unglaublich spannend erachte. Und wir haben, ich muss schon fast sagen, wir haben heute zumindest nur eine Stunde. Nächste Woche Dienstag haben wir dann 2 Stunden von 9 bis 11 Uhr die Marktphase. Und da können wir natürlich dann auch noch mal ein bisschen vielleicht detaillierter uns mit auseinandersetzen. Aber heute, das wird vielleicht so ein bisschen eher so eine Art, ich nenne sie fast Druckbetankung an Wissensvermittlung. Und demnach wollen wir uns nicht mit solchen Nebensächlichkeiten dann hier, wie beispielsweise meiner Vita, eben auseinandersetzen, sondern wir wollen uns, wie gesagt, gleich mit den Strategieparametern und der heute präsentierten Strategie, dem sogenannten Open Range Breakout, auseinandersetzen. Das wird der ein oder andere schon sagen. Moment einmal. Open Range Breakout. So. Open Range Breakout habe ich doch schon mal gehört. Ist tatsächlich, wie gesagt, keine Neuigkeit. Ja, also Open Range Breakout generell. Breakout-Handelsansätze, nicht nur bezogen auf den DAX, die tatsächlich diese mit veränderten Parametern wunderbar anwendbar auf andere Märkte, S&P 500 zum Beispiel, Dow Jones. Man kann sie anwenden auf Anleihemärkte, in dem Fall dann zum Beispiel den Bund Future. Wir haben die Möglichkeit, durch Adaption sogenannte Asia-Breakouts auf den Weg zu bringen. Das heißt also, diese Strategie zum Beispiel lässt sich, wenn man sich das Zeitfenster betrachtet, während des asiatischen Handels, fassen es einfach mal von vielleicht 2 bis 9, 2 bis 10 Uhr morgens. Einige sagen vielleicht sogar nur 2 bis 8 Uhr. Dann wird man feststellen, dass der asiatische Handel an den Devisenmärkten natürlich sehr, sehr volatil und unspektakulär ist. Und in diesem Fenster bildet sich eine Range heraus, relativ enge, aus der sich dann Ausbrüche profitabel handeln lassen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Breakout-Systeme zu formulieren. Und ich habe es schon initial gesagt, es geht im Grunde genommen um das Formulieren einer Basisstrategie. Und sobald man diese Basisstrategie formuliert hat, wird man in seinem Trading eine unglaubliche Sicherheit bekommen. Vorausgesetzt, man hat Glaubensgrundsätze darüber hinausgehend für sich und sein Handeln formuliert, die mit einem, ich sage mal, Inwahrscheinlichkeiten-Denken einhergehen. Das bedeutet also, dass wir unser Trading aus einer Perspektive, uns diesem Trading aus einer Perspektive nennen, die man als erwartungswertorientiert betrachtet. Zum Beispiel ist es so, dass einige sagen werden, also ein Open Range Breakout oder generell Breakout-Systeme haben nicht besonders gute Trefferquoten. Es gibt Phasen, wo die wirklich, wirklich richtig schlecht performen und Trefferquoten haben um die 20, maximal 30%. Dann gibt es wieder Phasen, in denen die super gut laufen, wenn die Marktbedingungen etwas volatiler sind. Und nun ist es in diesem Zusammenhang eben tatsächlich so, dass ein in Wahrscheinlichkeiten oder auf Erwartungswerte ausgelegtes Denken, auf Optimierung von Erwartungswerten ausgelegtes Denken, in der Tat überhaupt dann vollkommen ignoriert, wie sich die Marktbedingungen darstellen, sondern einfach sagt, handel die Strategie fertig. Das ist das Setup, geh dieses Setup durch und das war es dann eben entsprechend. Und gar keine Rücksicht nehmen beispielsweise auch auf die Einstiege oder Ausstiege. Es gibt jetzt mal unabhängig von der Open-Range-Strategie zum Beispiel einen Handelsansatz, auf dem zum Beispiel dann auch der gleich präsentierte Trade von heute früh präsentiert, der sagt einfach, geh zu einer bestimmten Zeit long oder short in den Markt und nehmen den Trade zu dieser oder jenen Zeit wieder raus. Also im Grunde genommen ist das ein Identifizieren, also dieser Test, den man durchlaufen hat, ist ein sogenanntes Seasonal Pattern, also eine Saisonalität, wenn man so möchte, auf einen, in dem Fall den DAX zum Beispiel, formuliertes Asset, ja, in dem Fall, wie gesagt, ist es der DAX, und dann gehst du zu dem Zeitpunkt, gehst du long oder short. Jemand, der von außen sich das anschaut, der zum Beispiel rein markttechnischen Handelsansatz fährt oder so, der würde sagen, wie kannst du denn da long gehen oder wie kannst du denn da short gehen? Die Tatsache ist, dass diese Herangehensweise über eine Vielzahl von Jahren nachweislich unter Beweis gestellt hat, dass sie unterm Strich profitabel funktioniert hat, dass der Erwartungswert positiv war und deswegen gehe ich dort long oder deswegen gehe ich dort short. Man wird da starke Differenzen eventuell erkennen, dass mein Handel, mein Trading generell dort stark abweicht eben von den klassischen Herangehensweisen, die ihr eventuell kennt, von anderen Tradern, von anderen Analysten, die eben ihren Hauptfokus darauf legen, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, auf der richtigen Seite aufzuwachen, in den Mittelpunkt ihres Treibens stellen. Und das ist ja auch etwas, was den Erwartungswert beeinflusst. Nunmehr heißt es allerdings nicht, dass es zwangsläufig etwas sein muss, was dennoch einen positiven Erwartungswert nach sich zieht, wenn man nämlich dann das Verhältnis von durchschnittlichen Gewinnern und Verlusten mit einbezieht. Aber wir springen so ein bisschen. Wir wollen, wie gesagt, zunächst einmal uns diesem Setup hier widmen, diesem Open Range Setup.
und hierfür die Definition liefern. Ich gebe gleich übrigens einen Tipp an der Stelle. Wer möchte, der sollte vielleicht sich davon einfach schon mal gleich einen Screenshot machen. Dann hat man das einfach schon mal so als Basis und ja, infolgedessen hat man eine gute Möglichkeit eben entsprechend, das sich danach einfach nochmal zu Gemüte zu führen. Wenn nicht, auch gerne zum Beispiel Tickmill kontaktieren, nach den Unterlagen fragen, ist kein Problem, ich kann die rausgeben, das ist kein Geheimnis oder sonst dergleichen. Das ist wie gesagt die Basisstrategie und die gibt es seit den 1980ern, dank eines gewissen Toby Crable. Und insofern ist es an dieser Stelle alles andere als der heilige Gral, aber nichtsdestotrotz eine Möglichkeit, dennoch mit einem soliden Vorteil ins Trading zu starten. So, Definition. Erster Schritt, wir laufen einen Plan durch, ganz wichtig an dieser Stelle. Erster Schritt ist, identifiziere einen Vorteil mittels 50er EMA auf 5-Minuten-Basis. Kurzfassung ist tatsächlich, wir handeln drüber, dann gehen wir nur long. Wir handeln drunter, dann gehen wir ausschließlich short. Ich will auch an der Stelle, ich habe nämlich in diesem Zusammenhang, und wir werden sehen, ich habe noch einen zweiten Trade offen, das ist ein zweites Asset, welches wir hier haben, was übrigens dann zeigt, dass wir es eventuell gar nicht mal so blöd finden würden, wenn heute noch mal ein bisschen Risk-Off in den Markt kommt. Das ist eine Short-Position hier im euro-japanischen Yen. Wer sich jetzt gerade wundert, wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Euro-Yen hier klicken würde, wird sehen, da kann man zwar den Trade sehen. Und dann wird zum Beispiel auch noch die Frage aufkommen, ja, warum bin ich denn da long oder beziehungsweise warum bin ich denn da short? Es läuft über einen VPS. Also das heißt, ich habe hier jetzt nochmal separat über meinen Laptop, habe ich hier die Plattform geöffnet, habe aber dieses System, wenn ich den Laptop runterfahre, auf einem VPS extern noch einmal durchlaufen, damit der stabile Handel durchgängiger eben der Umsetzung der Handelssignale eben gewährleistet ist. Aber zurück zum DAX. Also, erster Schritt. Wie gesagt, wir schauen, handeln wir drüber oder handeln wir drunter, ausgehend von eben hier dieser blaufarbenen Linie, diesem EMA. Ich muss jetzt übrigens an der Stelle mal ganz kurz gucken. Das ist zum Beispiel so ein perfektes Beispiel von gestern. Es war für den Open Range, wir werden gleich sehen, die Open Range, die ich hier dann mit diesen zwei dünnfarbenen roten Strichen gekennzeichnet habe, das ist ein sehr, sehr guter Tag. Wir handeln zum Beispiel drunter. Folglich, wenn wir jetzt uns hier diese Folie nochmal zu Gemüte führen. Wir handeln drunter, ergo handeln wir nur Short Setups. Ich kann jetzt schon bereits sagen, nachdem wir diese Handelsspanne dann im zweiten Schritt zwischen 8 und 9:05 Uhr definiert haben, ich werde auch gleich kurz was dazu sagen, warum 9:05 Uhr, es ist eben so, dass wir dann den Bruch aus dieser Range in Richtung des in 1 identifizierten Vorteils handeln. Also wir gucken uns an, wo das Hoch und das Tief zwischen 8 und 9:05 Uhr und dann traden wir einfach hier in dem Fall, weil wir unterhalb des 50er EMAs gehandelt haben, das für gestern das Setup, handeln wir entsprechend die Short-Seite, Stop, dann in dem Fall über dem Hoch aus dieser Handelsspanne hier in diesem Fall. Ich mache das tatsächlich sehr, sehr gerne, dass ich das dann, oh Verzeihung, das war der falsche Knopf, dass ich das dann anhand eines Beispiels, in dem Fall von gestern eben zeige. Ich würde das jetzt übrigens auch sagen, weil es ein Verlusttrade war. Wir können auch gleich auf den heutigen Tag gehen, wobei, doch, es war ein Verlusttrade heute tatsächlich sogar. Da kommen wir gleich zu. Also hier gestern hat sich eine schöne Trendentwicklung dann dargeboten. Ja, wir handeln also drunter. Wir brechen offensichtlich hier nach unten aus dieser Range, werden hier gefüllt. Der Stop lag hier auf diesem Level und dann, wir werden gleich sehen, wie man dort mit Möglichkeiten eines Take-Profit-Levels arbeiten kann oder Gewinner laufen lassen kann beispielsweise. Haben wir entsprechend tatsächlich gestern von dieser Intraday-Trendstruktur auf der Unterseite profitieren können. So, das war also gestern ein sehr schöner Tag. Heute sah das nicht ganz so super aus. Wir können es nämlich auch hier erkennen. Wir handeln offensichtlich. Hoppala. So, wir handeln ganz offensichtlich hier unterhalb dieser blaufarbenen Linie. Ergo ist der von uns zu identifizierende Vorteil auf der Short-Seite. Wir handeln drunter, gehen wir nur Short. Und dann werden wir hier aus dieser Range ganz kurz angepiekt dort und der Markt dreht sofort nach oben. Und tatsächlich ist es so, der Trade, der würde bis jetzt immer noch stehen. Es gibt eine Regel, die werden wir auch gleich noch kurz thematisieren, die zum Beispiel sagt, um 21:50 Uhr des jeweiligen Handelstages, weil es wirklich ein Intraday-Setup ist, wird dieser Trade manuell rausgenommen, wenn er bis dato nicht entweder in den Take-Profit gelaufen ist, also das von uns vorher festgelegte Kursziel erreicht hat, oder aber auf der Gegenseite uns ausgestoppt hat. Dann würden wir den Trade rausnehmen. Mittlerweile hat der Markt aber leicht höhere Hochs gemacht, zwar auch nicht signifikant, aber ganz offensichtlich können wir hier an dieser Stelle erkennen, dass eben der Trade heute zum Beispiel ausgestoppt worden wäre. Ja? Also hier wären wir gleich reingekommen,
Das ist natürlich das absolut Ungünstigste. Und man kann mir glauben, wenn du sowas siehst hier, das sind dann jene Tage, wo du wirklich dir auf die Zunge beißt und dir denkst, das kann doch nicht wahr sein. Also wenigstens ein kurzer dynamischer Zug auf der Unterseite, ja, dass wenigstens Versuch gestartet wird. Aber das ist dann hier einfach mal kurz reingepiekt in die Tiefs, in dem Fall unsere Short Order gefillt und dann auf der Oberseite abgezogen. Es sah ja kurz nochmal danach aus, als wenn wir nochmal in diesem Bereich abkippen. Aber wie gesagt, heute wäre der Stop-Out gekommen. Dieser Ansatz also hätte heute einen Verlust generiert. In der Zwischenzeit übrigens kann ich sagen, gibt es noch andere Breakout-Ansätze oder Range-Breakout-Ansätze in anderen Zeitintervallen, die man auch profitabel handeln kann. Die sind heute alle nicht gefillt worden, weil eben dann entsprechend zum Beispiel die Tiefs aus den jeweiligen Zeitintervallen nicht erreicht worden sind hier. Und dann werden die Orders eben nach einer bestimmten Zeitspanne entsprechend gelöscht, zum Beispiel. Der Handelsansatz, den ich gleich präsentieren werde, den Live-Trade von heute früh, der zum Beispiel, der war frühzeitig positioniert, relativ zügig dann sogar nach der Eröffnung des Futures um 8 Uhr. Also das heißt, man nimmt da das Haupthandelsfenster zwischen 8 und 22 Uhr des jeweiligen Handelstages. Und dann ist es eben entsprechend so, dass hier entsprechende Dynamik aufkam. Und ich habe natürlich hier, und da kommt dann auch dieses trotzdem markttechnische und teilweise, ich nenne es dann immer der diskretionäre Touch. Das ist eigentlich, ist eine Anpassung, so nenne ich das mal, des Erwartungs- oder das ist ein Start in Richtung Erwartungswertoptimierung, wo ich gleich noch drauf eingehen möchte. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist ja, warum habe ich denn dann hier jetzt in diesem Bereich die Position dann liquidiert? Und das hat damit zu tun, dass ich eben das Bild auf der Stunde meines direkten Dominators, in der ich mich da entweder bewege, mir betrachtet habe. Und ich habe dann einfach hier dieses Bild mit diesem sehr, sehr, sehr langgezogenen Modus, ganz besonders dann ab eben diesem Break hier. Was war es, die 12.800 war es nicht genau, dieser Region. Es ist übrigens hier so ein Übernachthandel, also Liquiditätsprovider von Tickmill, die bieten hier einen 24-Stunden-Handel an, also die handeln den DAX im Grunde genommen rund um die Uhr. Und dadurch kommt es hier zu einer Füllung. Wenn man sich den Future-Kurs zum Beispiel anschauen würde, dann würde man feststellen, zwischen 22 und 8 Uhr, dort findet eben kein Handel statt. Es wird sich der eine oder andere fragen, naja, warum stellt man denn da Kurse? Das ist primär zur Absicherung der Liquiditätsanbieter selbst tatsächlich. Denn in diesem Fall ist es eben entsprechend so, dass wir eben keine Liquidität am Primärmarkt haben, sondern eben beispielsweise nur den rund um die Uhr gehandelten S&P nutzen könnten, um im Falle eines Gaps, wie es jetzt aufgetreten ist, durch die Ankündigung von Donald Trump eventuell Vergeltung zu üben, gesetzt den Fall, dass die Chinesen eine Antwort auf die bereits auf den Weg gebrachten US-Importzölle und so weiter planen. Der DAX infolgedessen 100, 150 Punkte unterhalb des gestrigen Schlusskurses. Und da ist es natürlich dann besonders im stark gehebelten Bereich, in dem wir uns hier bewegen, für Liquiditätsanbieter natürlich ein Problem an der Stelle, über die entsprechende Liquidität zu verfügen, um sich dann absichern zu können. Und dann hat man über die Jahre hinweg die Entscheidung getroffen, und das hat sich dahingehend entwickelt, zu sagen, wir bieten auch Liquidität eben in der Nicht-Referenzmarkthandelszeit, so nenne ich sie einfach mal, die zwischen 8 und 22 Uhr stattfindet, sondern auch eben von 22 bis 7:59 Uhr morgens. Und dadurch kommt es hier eben zu einer Füllung, und da sieht man keine Kurslücke. Fakt ist aber auf jeden Fall einmal, alles, was da ab 22 Uhr stattgefunden hat, dieser Handel hat nicht stattgefunden, also der hat in Frankfurt an der Eurex hat er nicht stattgefunden. Und so, jetzt ist es nunmehr eben einmal so, dass wir schon relativ weit gelaufen sind, und man kann, wenn man den Chart zusammenstaucht, eben auch erkennen, dass wir zum Beispiel hier eine sehr starke Unterstützungsregion haben. Ich habe die auch in diversen Analysen herausgestellt. 550, 600, das ist so die Region um die aktuellen Mai-Juni-Tiefs. Und man kann davon ausgehen, dass da zwar darunter einiges an Dynamik reinkommt, aber ich glaube, im ersten Anlauf, besonders wenn wir schon so weit gelaufen sind, wir kommen ja immerhin hier von 13.200 Punkte roundabout, wo wir noch unter der Woche, zu Beginn der Woche im Grunde genommen gehandelt haben, dann scheint es doch eher unwahrscheinlich, dass wir hier genügend Dynamik aufbauen können, um dann diesen Break gleich in einem Zug zu vollziehen. Und das hat mich dazu veranlasst, eben diese Position, die ich dann hier short vom Opening weg hatte, eben da unten zu geben. Das war der Grund dafür. Und ich will auch gleich zeigen, also das ist nicht nur einfach ein Freestyle, dass man sagt, so, ich ziele es darauf ab, da möglichst viele Punkte mir aus dem Markt zu holen. Darum geht es zwar unterm Strich, aber ich will auch die mathematische Grundlage, wie ich das jetzt messe, ob das ein guter oder ein schlechter Ausstieg war, wie ich das eben beurteile eben tatsächlich. Denn das könnte ja durchaus eine subjektive Grundlage sein. Deswegen macht es da durchaus Sinn, vielleicht mit
klaren Zahlen zu arbeiten, die eben keine weiteren Interpretationen eben zulassen, sondern eben Erwartungswert optimiert oder Erwartungswert basiert sind, genau. So, dann ganz kurz, wie gesagt, zum Take Profit. Also Stop Out ist klar, das ist der erste Ausstieg aus der Position. Nichtsdestotrotz stellt sich eben die Frage, wie könnte ich aus der Position jetzt nach diesem Setup wieder aussteigen? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir wollen tatsächlich uns hier heute auf diesen ersten konzentrieren. Das ist der festgelegte Take Profit. Denn damit wollen wir dann auch in unserem Backtest später arbeiten oder damit wurde im Backtest gearbeitet. Und dann ist es eben so, dass die zweite Möglichkeit eine andere darbietet, nämlich dass wir hier mit dem sogenannten Supertrend auf 5-Minuten-Basis, Aggregation, Periode 14, Multiplier 2, 6, 1, 8 arbeiten. Jetzt wird sich der ein oder andere wundern, ah, ein Fibonacci-Jünger. Nein, das ist reiner Zufall gewesen. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, ich will es einfach nochmal erzählen. Ich hatte bei einem meiner vorherigen Arbeitgeber, als ich noch nicht selbstständig war, sondern noch Arbeitnehmer war, auf einer Konferenz, die ich organisiert hatte für den, oder ich war da, ich nenne mich mal Projektleiter so, da haben wir eine Premium-Session gehalten damals und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt mit einer Aggregation 14, also Periode 14 und Multiplier 2,5 gearbeitet. Und das Event hat kurz vor Weihnachten stattgefunden damals. Es war, ich muss mal kurz sogar überlegen, es war, glaube ich, 2012. So müsste das ungefähr gewesen sein. Ja, jetzt ist es so gewesen, dass ich den Multiplier 2,5 hatte und unter dem Jahr gab es, also das Jahr ist tatsächlich für mich profitabel gelaufen, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es könnte besser gehen. Wollte natürlich, ich habe nicht die Zeit gefunden, bis dato mich mit einem Backtest so oder mit einer Nachbetrachtung, wirklich 100% tiefgehende Nachbetrachtung meines Tradings auseinanderzusetzen. Aber dieses Gefühl, das wohnte der ganze Zeit mir so inne so. Und dann habe ich gesagt, okay, schauen wir mal, jetzt sind die Feiertage, Weihnachten steht vor der Tür, da hast du sowieso ein bisschen Zeit für dich, ein bisschen Ruhe, dann guckst du dir das einfach mal in Ruhe an, machst eine Nachbetrachtung. Und kurz zuvor kam dann eine Diskussion auf, wie man jetzt zum Beispiel Ausstiege optimieren kann, beziehungsweise mit welchen Aggregationen man arbeitet. Und einer der Trader, die dort eben auch einen Vortrag gehalten haben, sagte, ich arbeite mit einem Multiplier 2,618, also etwas weiter als die von mir gewählten 2,5. Und ich habe mir einfach gedacht, Mensch, probiere das einfach mal aus. Und es hat sich herauskristallisiert, dass genau das mein Ergebnis nachweislich, nachhaltig, signifikant besser hat werden lassen. Und so komme ich eben zu diesem Multiplier, der jetzt erstmal so ein bisschen komisch aussieht. Es kann durchaus sein, dass derjenige, welcher Trader ein Fibonacci-Jünger ist, das würde mich zumindest überraschen. Ich habe es nie so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, so bin ich auf diesen Multiplier gekommen. Und genau mit diesem wollen wir eben in diesem Zusammenhang arbeiten. Ich habe jetzt ein Bild gemacht, um das grafisch mal nochmal darzustellen und nochmal schöner zu zeigen. Also ich bin so ein bisschen durch den Chart durchgehuscht und habe das schon gezeigt. Im Grunde genommen erzähle ich jetzt eigentlich nichts Neues. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass ich das vielleicht nochmal ein bisschen sauberer präsentieren sollte, möchte auch. Und hier kann man erkennen offensichtlich, also die Open Range zwischen 8 und 9:05 Uhr. Ich habe gerade versprochen, ich sage, warum 9:05 Uhr? Warum nicht 9 Uhr zum Beispiel? 9:05 Uhr, das hat damit zu tun, dass ich sage oder dass ich weiß, so rum formuliert, dass ich eben weiß, dass wir um 9 Uhr den Xetra-Handel eröffnen sehen. Das heißt also in Frankfurt die Kasse eröffnet, während der Future DAX, der FDAX und der Eurex bereits handelt zwischen den 8 und 9 Uhr eben entsprechend. So, und um 9 Uhr kommt eben, wie gesagt, die Kasse rein und kommt mit einem großen Volumen in den Markt. Und es kommt zeitweise oder meistens zu relativ starken Ausschlägen, nicht nur zum hohen, starken Anstieg des Volumens, sondern zeitgleich eben auch zu erratischen Ausschlägen im Kurs, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Und es ist jetzt so, dass ich durch diese Ausdehnung der Open Range von 9 auf 9:05 Uhr dieses Rauschen und diese erratischen Kursbewegungen, Ausschläge auf der Ober- und Unterseite rausfiltern. Also das bedeutet etwas weiter. Ich nehme die Open Range deswegen weiter, um halt die ersten 5 Minuten dieses, ich nenne es jetzt mal kunterbunten Treibens, eben entsprechend nicht oder nicht dem zu unterliegen und zufällig in eine Position in die eine oder andere Richtung durch einen Kursausschlag in die eine oder andere Richtung eben positioniert zu werden,
in eine Position, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Beziehungsweise in dem Fall ist es eben auch so, es könnte man natürlich sagen, na, du hast ja einen Trendfilter hier drin. Also das bedeutet, was anders formuliert, du würdest ja sowieso dann dich nur in Richtung des bis dato identifizierten Vorteils positionieren. Das stimmt. Ganz besonders ist das allerdings ärgerlich in jenen Momenten, und das gibt es auch, dieses choppige Marktgeplänkel. Also dieses der Kurs, der pendelt in einem relativ engen Korridor und ganz in der Nähe des, in dem Fall dieser blaufarbenen Linie des 50er EMAs, unserem Trendfilter. Und dann ist es eben doppelt und dreifach ärgerlich, weil ab und an kann es nämlich sein, dass dann der Switch kommt von der Long auf die Short-Seite, zum Beispiel, weil der Markt nämlich zurückspringt über diese Linie. Ich kann allerdings auch schon mal sagen, ohne da jetzt zu sehr in die Details zu gehen, das sind auf gar keinen Fall die Marktbedingungen, die so, ich sag mal, super attraktiv eben sind. Also wenn der Markt schon so um den 50er EMA pendelt, unseren Trendfilter, dann ist das meistens ein sehr klares Zeichen dafür, dass der Trend nicht vorhanden ist, sondern die Marktbedingungen eher erratisch zufällig. So, also wir stellen diese Open Range fest zwischen 8 und 9.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Also das heißt, wir konzentrieren uns dann hier auf die europäische Markteröffnung. Und mit Bruch in dem Fall auf der Unterseite, weil wir auch unterhalb des EMA 50 traden. Gleiches gilt natürlich auf der Oberseite. Also das heißt, wenn wir jetzt drüber handeln, der Break aus dieser Range, die wir hier feststellen, findet auf der Oberseite statt, dann gehen wir eben nur long. Dann ist es eben entsprechend so, dass wir uns hier short positionieren mit einem Stop dort oberhalb dieser Range. So, und dann ist es eben so, jetzt wäre eine Möglichkeit, diejenige welche, die wir in den Bergtesten nutzen, jene, dass wir sagen, wir arbeiten mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Das heißt also, wir gucken uns die Range an, in dem Fall sagen wir mal 25 Punkte, und dann ist es eben so, dass wir ein Gewinnmitnahme-Level hier im Bereich um die 50 Punkte entfernt vom Einstieg hier entsprechend positionieren. Wir können auch an dieser Stelle bereits sagen, das wäre eine profitable Herangehensweise, weil das Auszahlungsverhältnis dieses Ansatzes läge bei 2 zu 1, während bei einer Trefferquote, in dem Fall, wie wir es gleich noch sehen werden, um die 40%, ist es so, dass wir, ach so, wir arbeiten sowieso mit dem Take-Profit-Level, dass wir dann einen positiven Erwartungswert hätten. Logischerweise haben wir aber natürlich einen, wenn wir im festen Take-Profit-Level arbeiten. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt hier ganz bewusst natürlich ein Beispiel gewählt, welches illustriert, dass das nicht unbedingt die attraktivste Herangehensweise sein muss. Ja? Sprich, also es ist dann in dieser Konstellation so, dass es manchmal doch zu stärkeren Trendbewegungen eben kommt und in der Tat hier dann im Nachmittag dort, wenn wir mit diesen roten Punkten arbeiten, die auf diesen sogenannten Supertrend zurückzuführen sind, nochmal signifikant mehr Profit generieren würden. Also der Take-Profit in dem Fall, dort sind, man kann es hier sehen, Pi mal Daumen liegen wir bei 13.050, 13.060 Punkten. In dem Fall des Supertrend-Exit liegen wir bei 12.960 Punkten. Also sprich nochmal gut 100 Punkte besser. Und genau dieses Gewinner laufen lassen an dieser Stelle lässt diesen Ansatz hier eventuell sogar nochmal profitabler werden. Also das bedeutet, das gilt es natürlich dann genauestens auch mal auszuarbeiten, und ich motiviere gerne dazu, jetzt diejenigen welchen, die sich das hier anhören, genau diesen Ansatz, wie in der vorherigen Folie beschrieben, einfach mal zu backtesten. Beispielsweise auch einen Expert Advisor zu schreiben, der dann eben hier mit einem Ausstieg via Supertrend zum Beispiel arbeitet und entsprechend sich so aus dem Markt dann verabschiedet. So nennen wir das einfach mal. So. Soweit zur Theorie. Also das ist die Strategie, mit der wir, wie gesagt, hier arbeiten wollen. Und das wird auch die Basisstrategie sein, mit der wir dann kommende Woche arbeiten wollen. Wie gesagt, das Event wird beginnen ab 9 Uhr. Ich werde natürlich schon zuvor bereits hier tätig sein, werde natürlich alles vorbereitet haben. Das heißt also Open Range und der weiter, also grafische Aufbereitung und so weiter und so fort. Und wir sind dann folglich, wenn wir um 9 Uhr Punkt 9 starten, sind wir natürlich in der Lage, hier um 9.05 Uhr entsprechend die Order in den Markt zu geben. Und genau das werden wir an dieser Stelle tun. Ich werde da nächste Woche, nichtsdestotrotz, ich würde empfehlen, diejenigen, welchen die nächste Woche planen, dann Dienstag 9 Uhr sich das anzuschauen, vorher nochmal sich die Aufzeichnung hier dieses Events anzuschauen, um dann dort gleich zu wissen, warum tut er jetzt an dieser Stelle jenes und welches. Nicht, dass wir das nicht nochmal machen in der Nachbetrachtung. Das werde ich natürlich alles nochmal aufbereiten, aber ich denke, es trägt vielleicht, du bist, sag mal, zum Wohlfühlfaktor bei, einfach der Lage Herr zu sein. Also das heißt, jederzeit genau zu wissen, okay, was sind denn jetzt entsprechend die Schritte, die durchgelaufen werden? Und wie gesagt, dazu empfehle ich eben, nee, Moment, zwei, so rum.
Dazu empfehle ich eben einfach, sich hier das zu screenshotten, vielleicht dann auszudrucken, wie auch immer, und sich das einfach daneben zu legen. Wir werden einfach genau diese Schritte durchlaufen. Wie ein Pilot im Großen und Ganzen, der eine Checkliste vom Start einer Maschine durchgeht. Übrigens ist das auch einer der Gründe, was ich immer sehr, sehr gerne sage. Ich meine, ich habe jetzt da schon durchaus ein paar Jahre Erfahrung sammeln dürfen und ich habe auch schon mit sehr, sehr vielen Leuten zusammengearbeitet, auch im Bereich Coaching zum Beispiel zusammengearbeitet. Und es war unglaublich faszinierend zu sehen, dass es Leute gab, die wirklich mit Leichtigkeit schon fast sich an Regeln haben halten können und dann auch klar definierte Pläne befolgt haben und auch dann relativ zügig tatsächlich es geschafft haben, die Profitabilität im Trading zu erreichen. Das Interessante ist, das wird einem Teil in einem anderen Webinar in dieser Serie hier Thema Trading-Psychologie noch thematisiert werden. Ist natürlich so, dieses Level zu halten. Man nennt das in der Psychologie, ausgehend von einem Modell, was auf die beiden Herrschaften Jerks und Dodson zurückgeht, Jerks-Dodson-Modell. Das Ziel ist im Grunde genommen, ein optimales Erregungsniveau im mentalen Bereich zu halten, die sogenannte Zone. Das kennt der ein oder andere eventuell auch aus dem Sport, wenn es darum geht, diese Zone zu erreichen, diese Zone zu halten, dass man eben genau dasselbe auch im Trading anstrebt und dann diesen Bereich in der Lage ist zu halten. Nicht nur für einen Trade, sondern für eine Gesamtzahl an Trades. Und das ist etwas gewesen, ich habe das im Zusammenhang mit der Fußballnationalmannschaft gestern im Morning Meeting thematisiert, nach dieser Niederlage gegen Mexiko Sonntag, dass ich gesagt habe, das ist eine Entwicklung, die für viele eventuell gar nicht so überraschend kommt, dass die Nationalmannschaft da solche Schwierigkeiten hat, weil sie ist im erweiterten Sinne satt nach dieser Reihe oder nach der Entwicklung, die sie ja genommen hat. 2006 Dritter geworden mit der Euphorie hier in Deutschland. Da waren noch die Spieler ganz jung, Bastian Schweinsteiger, Lukas Podolski dabei. 2010 die nächste quasi Enttäuschung. Man war schon ein bisschen gefestigter. Schweinsteiger, Podolski, so ich nehme die jetzt mal als Sinnbilder, ja, der Entwicklung der deutschen Fußballnationalmannschaft und diesen Reifeprozess, den sie durchlaufen hat, von 2006 bis dann zum WM-Titel 2014. Dort haben sie dann mit Mitte 20 eine unglaubliche Dynamik an den Tag gelegt, haben Gegner wie Argentinien oder England regelrecht aus dem Stadion geschossen mit 4-0, mit 4-1. Und sind dann trotzdem wieder im Halbfinale damals an Spanien gescheitert. Und 2014 war es dann einfach soweit. Das waren jetzt Männer mittlerweile, es waren keine Lausbuben mehr, es war kein Lukas Poldi Podolski, sondern es war Herr Podolski und das war nicht mehr Schweini, sondern das war Herr Schweinsteiger, der im Finale eine unfassbare Leistung auf den Platz gelegt hat. Und so war dieser unbändige Wille da, dieser Prozess, dieses Aufbauen eines Spannungsbogens, der sich dann in einer unglaublichen Leistungsexplosion über das gesamte Turnier 2014 entladen hat. Und dann 2018 ist das jetzt eine neue Generation und man merkt auch dieser Drive, selbst bei den Spielern, die jetzt, Thomas Müller zum Beispiel, ist so ein bisschen raus einfach. Das Gefühl, das bekommt man. Das Gefühl hat man auch, wenn man zum Beispiel die Entwicklung mit den Fans in Deutschland selber sieht. Also wenn mir keiner sagen würde, dass es Fußball-Weltmeisterschaft ist, ich würde es nicht merken. 2014 war es anders, 2010, 2006 erst recht. Also die Fans auf der Straße waren enthusiastisch und es war so ein wirklich, es war eine Spannung da und die ist jetzt nicht mehr gegeben. Was hat das mit Trading zu tun? Naja, jetzt stellen wir uns einfach vor, wir haben dieses Trading, diesen Prozess durchlaufen, diesen schmerzvollen Prozess, endlich eine profitable Handelsstrategie für uns zu formulieren und dergleichen. Und jetzt gilt es, dieses Niveau zu halten. Ja, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe in der Tat und ist nicht einfach so, geht nicht von der Hand. Und das ist etwas, was, wie gesagt, im Zusammenhang dann mit Piloten zum Beispiel beobachtbar ist. Es ist unglaublich faszinierend, die halt ganz einfach schon fast spielerisch leicht sich an Pläne halten können und diese Pläne abarbeiten, wie eine Checkliste im Flugzeug, bis sie die Maschine fliegen, also starten, beziehungsweise dann wieder landen. Und dann steht auf der Kehrseite eben jene, also die Aufgabe derer besteht eher darin, dann dieses Niveau zu halten über eine lange Zeit, nicht nur bei einem Trade, sondern bei einer Vielzahl von Trades und darüber ein sogenanntes Kompetenzniveau einer unbewussten Kompetenz zu erarbeiten, dass das einfach ins Blut übergeht, dass man das als ganz natürlichen Prozess eben versteht. Und dann sind dort eben andere, wie zum Beispiel kreative Köpfe, Künstler, Musiker zum Beispiel, oder Designer, ja, Leute, die aus dem Webdesign kommen,
Zum Beispiel. Die haben unfassbare Schwierigkeiten, sich an Pläne zu halten, weil die ausgehend von ihrem kreativen Gedankengut sich dazu nicht wirklich in der Lage sehen. Die sehen immer wieder eine neue Möglichkeit, das jetzt nochmal anzupassen. Oh, hier ist ein Short Setup. Ah, das könnte man, aber vielleicht könnte man das auch long sehen. Ah, hat man schon mal so und so, vielleicht, dann haben wir plötzlich keine inverse Schulterkopf-Schulterformation, beziehungsweise Schulterkopf-Schulterformation, sondern wenn man das dann so betrachtet, haben wir plötzlich hier eine bullische Divergenz mehr sehen und machen wir aus der Schulterkopf-Schulter nochmal ein bullisches. So, und diese Kreativität, die steht denen unfassbar im Weg. Und sich dann alleine nur erstmal an den Plan zu halten. Und darüber hinaus wird es dann nochmal schwieriger, wie gesagt, wenn man dann einmal dieses ja, unbedingte sich an einen Plan halten eingeschliffen hat, sich dann darüber hinaus auf diesem mental stabilen Niveau eben zu bewegen. Also kreative Menschen haben unfassbar Schwierigkeiten, im Trading Fuß zu fassen. Das ist übrigens nicht irgendwie abwertend gemeint, also bitte nicht falsch verstehen. Es ist nur so, dass man, wenn man das weiß, vielleicht besser in der Lage ist, Maßnahmen zu ergreifen, um dann an der einen oder anderen Stellschraube vielleicht bei sich zu drehen, wenn man so eine Kreativität festgestellt hat, das vielleicht erkennt und dann Mittel und Wege eben auch ganz aktiv sucht, um das besser abzustellen, weil es, wie gesagt, im Trading ein Problem tatsächlich darstellen kann. So, zurück, wie gesagt, zum Setup. Strategie grafisch dargestellt noch einmal. Und jetzt natürlich die Frage, die sich sofort stellt, wenn wir uns das hier betrachten. Dann wird jeder sagen, okay, das sind drei Schritte, das ist jetzt ein Beispiel, das kennt man aus jedem Tradingbuch. Da funktioniert auch jede Schulterkopf-Schulterformation. Die geht immer auf. Weil es sieht komisch aus, wenn ich jetzt von einer Umkehrformation in einem Buch schreibe, in einem Lehrbuch, und dann plötzlich diese Formation nicht funktioniert. Und jetzt stellt sich dann gerechtfertigt die Frage, kann das wirklich funktionieren? Und ja, es funktioniert. Ich habe jetzt hier einen Backtest mal laufen lassen. Das war im Zeitfenster vom 26.07.2016 bis 16.08. Ich hatte da zu diesem Zeitpunkt schon Glück gehabt. Das ist ein bisschen älterer Backtest jetzt an der Stelle. Es ist immer so ein bisschen eine Frage der Kurshistorie, ob genügend Kursdaten zur Verfügung stehen. Und normalerweise bin ich eigentlich auch ein Freund, die Backtests wesentlich länger laufen lassen wollen. Also mindestens 5 Jahre, und das ist schon eine ganze Menge, bei solch einem Handelsansatz für eine 5-Minuten-Basis. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben, besteht dadurch die Möglichkeit, erstmal Vertrauen aufzubauen und auch wirklich nachweislich profitable Kernparameter zu haben, Parameter, auf die man sich verlassen kann, beziehungsweise auf die man auch zurückblicken kann, weil sie stabil sind. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen was anderes erzählen, warum ich dennoch denke, dass dieses Backtest-Ergebnis schon bereits ein sehr, sehr gutes Abbild eben tatsächlich der Realität, was man erwarten darf und dass das auch in Zukunft funktioniert, eben von solch einem Breakout-Ansatz, wie ich da darauf komme. So, jetzt auf jeden Fall erstmal das Ergebnis hier. Das ist das Backtest gelaufen durch den MetaTrader. Was wir eben erkennen können an dieser Stelle ist beispielsweise, das erwartete Ergebnis pro Trade liegt bei 7,58 €. Ja, wir haben 225 Trades in diesem Zeitfenster hier getradet. Man sieht, das ist ungefähr ein Zeitfenster von einem Jahr. 225 kommt hin, da reden wir ungefähr offensichtlich von einem Trade pro Tag. Das passt sehr, sehr gut schon mal. Wir können in diesem Zusammenhang hier auch sehen, dass wir zum Beispiel von den 225 Trades 94 Gewinner hatten. Da sind wir dann bei einer Trefferquote von 42%. Ich finde dieses Ergebnis übrigens ziemlich gut, 42%, weil ich zum Beispiel andere Breakout-Ansätze über längere Zeit einebnen getestet habe und auch Backtest-Ergebnisse schon gesehen habe. Die haben Trefferquoten wie 47%. Ich bin ein relativ konservativer Zeitgenosse, was das angeht. Ich arbeite lieber mit Kernkomponenten, die sich in der unteren Range dann bewegen. Also in dem Fall zwischen 40 bis 45%. Deswegen finde ich das schon mal ziemlich vorteilhaft, dass das in diesem Fall der Fall ist. Wenn wir dann in Zukunft diesen Ansatz hier am Markt umsetzen, gut, dann ist es dennoch natürlich möglich, dass wir eine höhere Trefferquote haben, was nur zu unserem Vorteil wäre. Vorausgesetzt natürlich, wir schaffen es, die durchschnittlichen Gewinner und im Verhältnis zu den durchschnittlichen Verlusten stabil zu halten. Wir werden gleich noch sehen, warum das wichtig ist. Und gleichzeitig sehen wir eben natürlich dann das Gegenereignis, das sind dann 58,2%, 131 Verlusttrades. Wir sehen ebenfalls, ganz interessant hier, einen durchschnittlichen Gewinntrade, der liegt bei 157 € ungefähr. Zeitgleich der durchschnittliche Verlusttrade bei 99,7. Jetzt, das ist interessant. Jetzt wird der eine oder andere ja fragen: Moment, was haben wir eigentlich reingesteckt? Nun, wir haben im Endeffekt eigentlich reingesteckt, dass wir sagen, wir riskieren 1% pro Trade. Und demnach ist es dann eben entsprechend so: Wir sind bei 100 €. Durchschnittlicher Verlusttrade 99,70. Das heißt, anders formuliert,
Das, was ich gerade schilderte, wir nehmen die Trades um 21:50 Uhr raus, sollte ja nicht den Stop oder den Take Profit gelaufen sein, deutet darauf hin, dass ein Großteil dieser Trades, die Verlusttrades waren, relativ zügig auch sofort in den Stop gelaufen sind oder generell, dass dann der Stop-Out der kompletten Position stattgefunden hat. Was interessante Rückschlüsse möglich macht, zum Beispiel, dass man das Trading jetzt im Backtest, wenn man das noch weiter optimieren möchte, zum Beispiel dahingehend untersucht, zum Beispiel, ob es Möglichkeiten gibt, herauszufinden, wie lange denn ein durchschnittlicher Trade ungefähr gedauert hat. Und dann eben schaut, diese durchschnittliche Dauer des Trades zum Beispiel, wenn wir, sagen wir mal, nach einer Stunde vielleicht noch nicht in den Stop gelaufen sind, dass man dann sagt, okay, jetzt nach einer Stunde ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade sich tatsächlich dann nicht mehr für uns, sondern nur noch gegen uns entwickelt und dann auch größtenteils ausgestoppt wird, sinnvoll beispielsweise über etwas nachzudenken, was man Trading als eine Technik namens Scale-Out bezeichnen kann. Also die Hälfte dann der Position zum Beispiel rauszunehmen, auch wieder mit dem Ziel, den durchschnittlichen Verlust kleiner zu machen. Also in diesem Moment eben genau hier drauf dann Einfluss zu nehmen, auf diese Kennzahl. Ja, nichtsdestotrotz erkennt man, dass das sogenannte Payoff-Ratio, das Verhältnis von durchschnittlichem Gewinn zu durchschnittlichem Verlust, 157 zu 99, 70 oder fast 100 beträgt, also 1,57 zu 1. So, und wenn man diese Kennzahlen dann eingibt in eine Formel namens Erwartungswert, dann bekommt man offensichtlich ein positives Ergebnis raus. Und das will ich jetzt mal ganz kurz hier, ich habe jetzt viel geredet, will jetzt hier das auch mal ganz kurz schriftlicher Form festhalten. Also, wir haben jetzt schon diverse Male thematisiert. Ganz wichtig ist der sogenannte Erwartungswert. Ergibt sich, ist in der Tat, wenn mich jemand fragt, was ist die wichtigste Formel für einen Trader, dann ist es diese hier, die Erwartungswertformel. Also, der durchschnittliche, Moment, Wert ist natürlich nicht schön, Gewinn, durchschnittlicher Gewinn. Multipliziert mit der Trefferquote abzüglich dem durchschnittlichen Verlust. Übrigens, durchschnittlicher Verlust. Sobald ich hier fertig geschrieben habe, will ich mal ganz kurz auf die Frage eingehen, die ich schon hier parallel auf dem Bildschirm sehe. Schau mal, vielleicht macht es durchaus Sinn, die jetzt erst schon mal zu beantworten. Okay, ja, das ist nochmal ein Kommentar vom Andreas hinsichtlich der Xetra-Eröffnung. Ganz genau, die Eröffnungsauktion im DAX und dass das da volatil wird, ist eben klar. Ja, also das unterstreicht das eben nochmal mit anderen Worten genau dasselbe, was ich eben schon sagte, weswegen ich dort eben dieses Zeitfenster 8 bis 9:05 nehme. So, Martin, ich nehme am Supertrend jetzt 3,14, weil ich die Zahl. Ja, das ist natürlich auch was. Wenn es funktioniert, also unterm Strich, es hört sich jetzt erstmal so also spaßig an, aber in der Tat ist es so, wenn es den Erwartungswert deines Tradings optimiert, dann ist es auf jeden Fall erstrebenswert und weniger eigentlich Spaß als im Falle des Tradings. Bitterer Ernst, Querstrich, dann geht es um richtiges Geld. Aber es ist durchaus denkbar. Ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mit jemandem gesprochen, der zum Beispiel an einem Handelsansatz für sich arbeitet und hat mit dem Supertrend in dem Fall mit 3 gearbeitet. Also von 2,5. In meinem Fall war es dann zuletzt 2,618 und er hat das Ganze nochmal ein bisschen großzügiger formuliert und arbeitet mit einem sogenannten Multiplier von 3. In dem Fall wäre es jetzt nochmal ein bisschen großzügiger, nicht viel, 3,14, aber ja, in Anlehnung an Pi auf jeden Fall. Ganz kurz übrigens, ist vielleicht ganz wichtig, ein super Trend. Der ein oder andere wird sich nämlich fragen, finde ich den denn in der Trading Station, also hier in dem MetaTrader, finde ich den denn überhaupt? Es ist in der Tat so, dass das kein Basisindikator ist. Also man kann hier auf Einfügen klicken, dort die Indikatoren und über Benutzer definiert, wird man diesen Supertrend-Indikator hier nicht finden. Auch genauso, das gilt übrigens auch für diesen sogenannten Breakout-Indikator hier. Wo habe ich ihn jetzt? Bin gerade drüber gefahren, da. Breakout-Indikator, der diese zwei rotfarbenen Linien hier anzeigt. Wer da Interesse dran hat, ich mache mal kurz Folgendes. Der schicke mir einfach eine Mail oder ich schicke die gerne auch an Tickmill. Wie gesagt, dann würde ich den Indikator weiter leiten. So, ich kopiere den jetzt mal ganz kurz hier aus dem Ordner gerade raus. So, und zeige auch, wie man den einfügen kann. Sobald man den Indikator nämlich dann hat und man sich runtergeladen hat, kann man hier im MetaTrader auf Dateiordner öffnen gehen. Der öffnet sich dann hier. Dann geht man auf MQL4, hier in dem Fall auf die Indikatoren, Indicators. So, dann
klickt man auf Einfügen. Da taucht dann der Supertrend Dot auf. So, jetzt ist der hier drin, aber er taucht hier noch nicht auf in der Indikatorenliste. Davon muss ich die einmal mit dem Rechtsklick aktualisieren. Wenn ich das getan habe, so, dann updatet sich das und man schaue mal hier, da ist der Supertrend. Und wenn ich den jetzt hier hinziehe, dann kann ich dort die Länge, also das ist die Länge des Indikators und hier den Multiplier 2,618. Das wäre die Einstellung. Hoppala. Ich habe ein Komma gedrückt, da muss ein Punkt hin. So, und dann kann man, ich mache mal die Dot Size 1, ich hoffe, dass das jetzt kleiner wird, kann man den sich so einfügen lassen. Und dann sind diese ja, Punkte eben offensichtlich erkennbar. Ja, so lässt sich eben entsprechend der dann visualisieren im Chart. Also wie gesagt, das ist kein Standardindikator, das ist ein sogenannter Customized Indicator. Aber wer da Interesse haben sollte, der melde sich einfach. Wie gesagt, dann könnte man den ohne Probleme zur Verfügung stellen. Da gibt es diverse, das ist nämlich der Grund. Man könnte jetzt auch zum Beispiel selber über Google suchen, aber das ist mal ein bisschen mühselig manchmal. Weil nämlich man dann nicht wirklich weiß, ist das jetzt der richtige Indikator oder nicht. So, also wie gesagt, das in diesem Zusammenhang mit diesem Backtest-Ergebnis und wir waren, wie gesagt, bei dieser Erwartungswertformel und die wollen wir auch gleich nutzen, um damit noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Also hier kann man jetzt, ich kürze das mal ab, Erwartungswert EW, durchschnittlicher Gewinn haben wir gesagt, ist 1,57. Ja, das sind 157 Euro. Wir teilen das aber bereits gleich mal. Dann durch die 99,70 kommen wir ungefähr auf 1,57. Ich glaube 1,58, wenn man es ganz genau nimmt. Wir haben die Trefferquote, das waren 41,8, runden wir auf die 42%. Und dann ziehen wir hiervon ab, die 1 multipliziert mit dem Gegenereignis der Verlustquote, das sind die 58. Und dann bekommen wir folgendes Ergebnis: 1,58 mal 0,42. Das sind 0,66 abzüglich 0,58. Und das bedeutet, dass wir 0,8 Euro pro riskiertem Euro pro Trade verdienen. Das heißt also, unabhängig davon, ob wir gewinnen oder ob wir verlieren, können wir ausgehend von unserem berechneten Erwartungswert dieses Ergebnis erwarten. Und warum ich das jetzt hier so detailliert gemacht habe, ist relativ einfach. Ich kann Folgendes berichten. Ich habe einen Backtest laufen lassen auf ein anderes Asset, in dem Fall war es der S&P, und das Backtest-Intervall, das betrug mehr als 7 Jahre. Wir haben dann hier keine Anzahl gehabt von, in Anführungsstrichen, nur 225 Trades, sondern von 1300, 1400 Trades ungefähr, die wir da betrachtet haben. Und auch hier war der Erwartungswert 8 Cent. Also 8 Cent bedeutet, pro riskiertem Euro ist es das Ergebnis, was wir erwarten dürfen zu machen. Egal, ob der Trade ein Gewinner oder ein Verlierer eben tatsächlich ist. Das ist nicht zu verwechseln mit Chance-Risiko-Verhältnis. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir arbeiten oder wir zielen auf 8 Cent. Und riskieren dafür 1 Euro. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das eine ist eine Betrachtung. Wir sehen es ja auch hier im durchschnittlichen Gewinn zum durchschnittlichen Verlust, Verhältnis. Das ist jene Betrachtung, während eben diese Erwartungswertbetrachtung unabhängig vom Ausgang des Trades bedeutet, dass wir unterm Strich, wenn wir diese Parameter stabilisieren können, in unserem Trading auf jeden Fall diese 8 Cent pro riskiertem Euro verdienen oder 8 Euro pro Trade, wenn man so möchte. Wenn man das Ganze eben jetzt zum Beispiel auf ein 10.000-Euro-Konto und dann auf 1% Risiko eben entsprechend runterbricht. So, also an dieser Stelle, wie gesagt, das ist ein Ergebnis, was durchaus im Bereich des Realen liegt, meiner Erfahrung nach, diese 8 Cent. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich hatte versprochen, dass wir mit dem richtigen Trade arbeiten. Also wie gesagt, Open Range Trade, der hätte heute nicht funktioniert. Das ist erstmal Punkt 1. Aber grundsätzlich sind auch die Marktbedingungen alles andere als wirklich optimal. Aber ich habe von einem Trade gesprochen, den ich heute früh hatte und den ich euch, Moment, ich mache das mal so, den ich hier entsprechend in dieser realen Aufbereitung bei FX Blue euch zeigen kann, euch zeigen werde. Wir wollen an dieser Stelle übrigens, wir sehen, wir fokussieren uns hier auf zwei Assets und da die Serie auch 3 Monate geht, also diese Webinarserie, wo wir jetzt ein Webinar pro Woche abhalten, ist es so, dass wir aktuell noch wirklich keine Aussage treffen können. Ich habe mit diesem, ich nenne es mal Experiment, ja, einfach um hier etwas Handfestes zu haben, vor in dem Fall 9 Tagen begonnen, also etwas mehr als vor einer Woche.
Naja, und demzufolge sind noch nicht so viele Trades zusammengekommen. Man sieht hier, wir pendeln gerade so ein bisschen um die Nulllinie. Dieses Trade-Ergebnis, also das ist von heute früh, da sieht man, da ist der kleine Profit, der entstanden ist. Der wird jetzt wahrscheinlich allerdings gleich wieder größtenteils hergegeben, so wie es ausschaut, weil, Verzeihung, weil hier der euro-japanische Yen eben leider nicht so ganz in unsere Richtung läuft. Läuft nicht gegen uns, also er läuft leicht gegen uns, er läuft nicht dramatisch gegen uns. Wir sind kilometerweit, möchte man schon fast sagen, vom Stop-Loss hier entfernt, aber nichtsdestotrotz sieht nicht danach aus, als wenn der Trade sich dann in die Reihe der Gewinner eben entsprechend noch einordnet. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Aussagekraft dieses Ergebnisses hier, die ist null. Ja, also die ist nicht gegeben. Und das bedeutet also jetzt an dieser Stelle etwas anders formuliert. Wir sollten jetzt es nicht überbewerten. Ich möchte aber dennoch eben die Chance nutzen, hier durch diese Aufbereitung die Statistiken kurz zu zeigen. Übrigens, Monthly Return ist auch etwas, das wird hochgerechnet. Ja, also nicht, dass wir jetzt bei minus 1,3% pro Monat liegen. Bei 9 Tagen wird das aber ausgehend vom derzeitigen Ergebnis einfach dann auf den gesamten Monat hochgerechnet. Und man kann Tag, obwohl, ich bin mir gar nicht sicher, wird da das Asset angezeigt? Nein, also hier wird nur der Trade angezeigt. Das ist der 19.06., ein Trade bis hierhin und das war das Ergebnis, 22 Euro Profit. Wir müssen sonst auf das Symbol gehen, beziehungsweise, jetzt mal kurz schauen. Play Strategy, das könnte das sein. Naja, obwohl, ja, der rechnet das schon alles entsprechend auf. Das ist alles nicht so optimal. Symbol. Das habe ich mir jetzt ein bisschen einfacher vorgestellt, ich gesagt. Ja, gut, okay. Also, dann arbeiten wir einfach mit dieser Zahl. Das ist bis heute ja auch nur entsprechend ein Trade gewesen. Ja, also, diese 22,03 € sind es entsprechend gewesen, die da an Profit angelaufen sind. Und wie gesagt, das war der Trade von heute früh. Das, was ich in dem Zusammenhang gerne präsentieren möchte, ist allerdings weniger der Trade. Es ist nur, dass wir halt was haben, was Handfestes, mit dem wir hier arbeiten können. Worum es mir hauptsächlich geht, ist eben entsprechend mit diesem Erwartungswert zu arbeiten. Ich sagte ja gerade, diese Strategie als Basisstrategie zu nutzen. So, die kann man dann ausgehend von seinen eigenen Präferenzen entsprechend anpassen. Die Strategie, die ich jetzt hier zum Beispiel, auf die sich der Trade bezieht, die ist nicht der Open Range, sondern das ist eine andere Strategie, von der ich zum Beispiel weiß, historisch auf eine Vielzahl von Trades, dass das Gesamtergebnis, der Erwartungswert, sich durch die folgenden Parameter ergibt. Und zwar habe ich in diesem Zusammenhang mit meinem real erbrachten Trading, so, ich habe jetzt hier parallel dazu auch schon was vorbereitet, wo ich die Zahlen jetzt mal kurz abtippe, 1,18. Das ist das Payoff Ratio, 1,18 zu 5. Mal 50,2, das ist die Trefferquote. Bezieht sich auf eine Zeitspanne von 2 Jahren übrigens und auf ein Handelsergebnis oder nee, beziehungsweise auf eine Trade-Anzahl von über 1000 Transaktionen. Ja, also da sind diverse Handelsansätze mit eingeflossen. Und jetzt können wir hier mal ganz kurz ja Folgendes machen. Wir können jetzt eben entsprechend den Erwartungswert berechnen. Und wir werden erkennen an dieser Stelle, dass der Erwartungswert 1,18 mal 0,52, dass der roundabout 59, ja, ungefähr 9 Cent beträgt. Also offensichtlich profitabel ist. Ja. Das heißt also, ich verdiene an dieser Stelle 0,09 Euro. Das können wir hier von hier kopieren. Pro, es geht um Euro pro Trade. So. So, und jetzt passiert Folgendes. Mein Ziel in meinem Trading ist also jetzt ganz offensichtlich, wenn ich diesen Erwartungswert über eine Vielzahl an Trades kenne, diesen Erwartungswert zu steigern. Also das bedeutet anders formuliert, wenn ich weiß, dass meine Basisstrategie, mein Trading, unterm Strich 9 Cent pro riskiertem Euro verdient, dann ist es eben entsprechend so, ich muss jetzt versuchen, nach Möglichkeit diese Kernparameter des Erwartungswertes, durchschnittlichen Gewinn, beziehungsweise die Trefferquote oder auch den durchschnittlichen Verlust und die Verlustquote zu beeinflussen. Und versuche natürlich an dieser Stelle den durchschnittlichen Gewinn zu erhöhen, die Trefferquote zu erhöhen und zeitgleich den durchschnittlichen Verlust zu reduzieren folglich und auch die Verlustquote zu reduzieren, was mir automatisch gelingt, wenn ich die Trefferquote nach oben schraube. So, und was habe ich jetzt heute früh gemacht? Nun, ich bin heute früh in einem Bereich aus dem Trade ausgestiegen hier,
Schreibe ich mal ganz kurz dazu auf. Exit. 12, Moment, doch 12.600, das ist richtig. 12.610 Punkte. Das ist mein Ausstieg aus der Position gewesen. Ich kann jetzt zum Beispiel Folgendes sagen: Ich weiß, dass die Strategie, ausgehend von welcher ich den Trade initiiert habe, aktuell diesen Trade noch nicht geschlossen hat. Der Trade in dieser Basisstrategie ist weiter geöffnet. Der wird erst in Folgestunden, ja, also in Richtung des Schlusses von heute, von dem Handelsschluss, tatsächlich geschlossen, die Position. Jetzt ist mein Ausstieg aus der Position 12.610. Wenn es jetzt zu einem Schlusskurs kommt, sagen wir in dem Fall Exit, ich nenne es jetzt mal Exit Basis, bei 12.710 Punkten, dann heißt das etwas besser, dass ich im Vergleich zu der Basisstrategie offensichtlich 100 Punkte besser abgeschnitten habe. Und das ist unterm Strich das Ziel meines Tradings. Das heißt, was ich mache, ist, ich weiß um die Profitabilität der Basisstrategie. Ich weiß folglich, also Profitabilität der Basisstrategie bedeutet, der Erwartungswert dieser Strategie ist positiv. Und was ich jetzt mache, was ich anstrebe, ist, dass ich versuche, ausgehend von meinen diskretionären Interventionen, von einem Marktverständnis, meiner Erfahrung am Markt und dergleichen, versuche ich entsprechend ein Ergebnis zu generieren, welches besser ist als die der Basisstrategie. Es kann übrigens auch so sein, ich will es ganz offen so formulieren, es kann auch einfach sein, dass ich sage, ich schließe den Trade aus Gefühl. Ja, also auch so kann man das formulieren. Und man hört ja dann immer von einigen, die dann kopfschütteln und sagen, wie kann man einen Trade aus Gefühl, das ist ja der sichere Weg in den Bankrott. Ein Gefühl ist ja in gewissen Formen auch etwas, was man auf Erfahrung basierend tun kann, nicht wahr? Und dann ist es eben so, dass man zum Beispiel dieses Muster, welches sich gerade im Markt abzeichnet, schon einmal in irgendeiner Form gesehen hat. Vorher, das ist schon mal aufgetreten. Und dieses Muster, das ruft man sich ins Gedächtnis in diesem Moment, das kommt aus dem Unterbewusstsein und ausgehend davon agiert man dann entsprechend. Und dieses Agieren ist dann im Grunde genommen das Gefühl. So, und jetzt ist es natürlich aber so, miss mal ein Gefühl, das ist nicht besonders leicht. So, also was habe ich mir überlegt? Eine relativ. Ja, ich habe im Nachgang mal von jemandem gehört, der sagt zu mir, smart, was du machst. Ich habe Folgendes gemacht. Also ich habe zum einen erstmal das Live-Konto laufen, so wie jetzt in diesem Fall hier. Und ich habe parallel dazu, und in dem Fall ist es dann natürlich so, ich könnte das auch auf einem anderen Broker-Konto laufen, aber das macht dann relativ wenig Sinn, weil es dann doch leichte Unterschiede bei den Quotes gibt. Und um möglichst ein akkurates Ergebnis zu kriegen, machst du einfach beim gleichen Broker, und das bietet ja jeder Broker an, somit auch Tickmill, bietet die Möglichkeit, ein Demokonto zu eröffnen an. So, jetzt habe ich auf diesem VPS also einmal das Live-Konto, welches ich hier trade, laufen und bei dem ich entsprechend interveniere. Und ich habe parallel dazu ein Demokonto laufen, wo diese Basisstrategie läuft, die auch jetzt aktuell diesen Trade noch hat. Und dann mache ich am Ende des Handelstages Folgendes. Ich gucke mir einfach an, wie habe ich im Vergleich zur Basisstrategie performt. Wenn sich das so darstellt hier, wie da geschildert, dann heißt das, ich schreibe am Ende des Tages plus 100 hin. Wenn ich 100 Punkte schlechter performe, dann schreibe ich minus 100 Punkte hin. Und wenn ich zum Beispiel die Basisstrategie durchlaufen lasse, ohne zu intervenieren, weil die Marktbedingungen es einfach nicht hergeben, solche zum Beispiel Übertreibungen nach unten stattfinden, nach oben stattfinden oder sonst dergleichen, dann ist das Ergebnis plus minus null. Und dann nehme ich eine Vielzahl von Trades. Vielzahl von Trades bedeutet zum Beispiel, ich mache nach 50 Trades beispielsweise mal einen Schnitt. Oder es kann auch sein, dass ich den erst nach 100 Trades zum Beispiel mache. Das bedeutet also bei einem Trade pro Tag, dass ich im Großen und Ganzen nach einem halben Jahr einfach schaue, wie habe ich in Relation zur Basisstrategie performt. Und dann dokumentiere ich das. Und wenn ich eine Vielzahl von diesen plus 100, minus 100, plus 30, minus 30 und dergleichen aufgelistet habe, dann mache ich dann darunter einen Strich und dann gucke ich einfach, wie habe ich performt in Relation zur Basisstrategie. Gehen wir jetzt davon aus, wir nennen das jetzt nochmal ganz provokant Gefühl. Ja, wie gut hat mein Gefühl performt? Habe ich nach dieser Anzahl von Trades, nach 100 Trades beispielsweise, ein Ergebnis, welches positiv ist, also sagen wir mal plus 150 Punkte, dann habe ich im Vergleich zu der Basisstrategie aus Gefühl von mir aus, Erfahrung oder wie auch immer wir es nennen mögen, habe ich besser um diese 150 Punkte performt. Habe ich das nicht, liege ich bei 150, habe ich eine Erwartungswertverschlechterung vorgenommen. Das heißt nicht, dass die Strategie dadurch unprofitabel wird, aber sie wird weniger profitabel mindestens. Das Ziel sollte immer sein, die Strategie profitabler zu machen. Wenn es mir dann zum Beispiel über eine längere Zeit nicht gelingt, die Strategie wieder zumindest mal
gleich performen zu lassen, also durch meine Intervention. Die Basisstrategie läuft durch und ich schaffe es nie, wirklich im positiven Bereich mit diesen Punktwerten zu landen. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich diskretionäre Interventionen, so nenne ich sie einfach mal, sein lassen sollte. Denn ich verschlimmbessere die Strategie dadurch. Alles in allem erkennt man aber doch an der Stelle etwas sehr, sehr Schönes. Denn offensichtlich ist es so, dass mein Trading in dem Fall zum Beispiel sich auf etwas ganz anderes fokussiert, und da kommen wir zurück zu dem, was ich initial sagte, auf etwas ganz anderes fokussiert, als das, auf was sich viele andere am Trader fokussieren, nämlich den perfekten Einstieg manchmal zu erwischen, eine super Analyse hinzulegen, gar darzulegen, warum der Markt jetzt steigen sollte, warum er fallen muss und so weiter und so weiter. Mein Trading ist tatsächlich darauf ausgelegt, einen Erwartungswert zu optimieren. Ich mache nichts anderes. Und es passiert, und das ist kein Scherz, es passiert zum Beispiel, dass ich mich darüber freue, wenn ich am Ende des Tages einen Verlust realisiert habe, der Verlust aber kleiner ausfällt als jener, den ich hätte den ich hätte realisieren müssen, in jenem Moment, wo ich die Basisstrategie habe durchlaufen lassen. Weil das Realisieren eines kleiner als jenes der Basisstrategie, die ja profitabel ist, bedeutet, dass mein durchschnittlicher Verlust beispielsweise jene Komponente, die ich kleiner machen möchte, kleiner gemacht habe. Und dadurch habe ich ein gutes und den Erwartungswert positiv beeinflussendes Ergebnis erreicht. Und das ist eben genau das, um was es im Trading eben tatsächlich geht und was mein Trading auch unglaublich ruhig werden lässt eben tatsächlich. Wir werden im Zusammenhang mit der Trading-Psychologie noch etwas sehen. Ich werde in diesem Zusammenhang noch etwas vorstellen namens Monte-Carlo-Simulation. Ich hatte überlegt, ob ich das heute mache, aber es hat sich nicht ergeben. Also werden wir das einfach verschieben. Wie gesagt, das Psychologie-Webinar, ich gucke mal ganz kurz in meinen Kalender. Ich glaube aber, das ist jetzt von heute in 2 Wochen. Also nächste Woche Dienstag ist das Live-Trading und dann ist es genau. Am 3. Juli. Es ist am 3. Juli wieder um 19 Uhr, also 2 Wochen von heute. Da werden wir dann in der Trading-Psychologie uns genau damit auseinandersetzen. Und wir werden uns diese Monte-Carlo-Simulation einfach mal betrachten und wie man auch Erwartungen zum Beispiel in seinem Trading formulieren kann. Also wir bleiben die ganze Zeit bei Erwartungswerten, bei Erwartungen und dergleichen. Und wir werden bis dahin auch zumindest mal schon mal einige Trades mehr haben. Man wird immer noch nicht von der Sample-Size sprechen, die hier das Ergebnis wirklich dann also statistisch relevant werden lässt, aber es ist zumindest mal so, dass diese Kurve schon mal sich in die eine oder andere Richtung eventuell bewegt. Ich hoffe natürlich, dass sie sich nach oben bewegt und es ist auch demnach zu erwarten, dass es so ist, weil der Erwartungswert beider gehandelter Strategien positiv ist. Nichtsdestotrotz besteht natürlich die Möglichkeit, dass zumindest über ein kleines Zeitfenster zum Beispiel durch Varianz begünstigt das Ergebnis eben nicht positiv ist. Wie gesagt, wäre schön, wenn das so ist. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir nach 3 Monaten ein positives Ergebnis auf jeden Fall weisen werden können, nach dem Ende dann dieser Serie. Auf jeden Fall, ich hoffe an der Stelle, dass man hat eine Idee bekommen können, um was es in meinem Trading geht. Ich hoffe auch an dieser Stelle, dass man sehr gut nachvollziehen kann. Ich gucke mal ganz kurz. Sehr schön. Dass man sehr gut nachvollziehen kann, wieso ich von Basisstrategie spreche. Ja, das spricht also in diesem Zusammenhang, ich fasse sie nochmal zusammen, die Strategie, Identifikation eines übergeordneten Vorteils mittels des EMA 50 auf 5-Minuten-Basis. Wir machen nichts anderes. Wir gucken uns einfach nur diesen EMA 50 an, 5-Minuten-Basis. Handeln wir drüber, gehen wir long. Handeln wir drunter, gehen wir short. Also handeln das Signal, welches noch zu dem der, oder das Setup, was es noch zu formulieren gilt jetzt, handeln das entsprechend dann in die jeweilige Richtung. Also wir definieren die Open Range zwischen 8 und 9:05 Uhr anhand Hoch und Tiefs in diesem Zeitfenster. Wir handeln den Einstieg dann, den Break aus der Open Range in Richtung des identifizierten Vorteils. Also nochmal. Handeln wir oberhalb des 50er EMAs auf 5-Minuten-Basis? Handeln wir die Breakouts nach oben auf der Oberseite? Oder handeln wir drunter? Handeln wir die Breakouts auf der Unterseite? Wir platzieren für den Ausstieg unseren Stop ober oder unterhalb des Tiefs bzw. Hochs der Open Range, die wir definiert haben. Und jetzt haben wir in dem Fall, ausgehend von unserem Backtest, ein Gewinnmitnahmelevel, welches wir im doppelten Abstand des Initialrisikos entsprechend platzieren. Also heißt, wenn die Range zum Beispiel 25 Punkte ist, liegt unser Take-Profit-Level bei Breakouts auf der Oberseite 50 Punkte höher und bei Breakouts auf der Unterseite 50 Punkte tiefer. Sollte der Trade zum Beispiel durch volatile Marktbedingungen weder den Stop erreichen noch das Take-Profit-Level, nehmen wir eben entsprechend den um 21:50 Uhr raus.
manuell und auch ohne dann irgendwelche noch Optimierung vorzunehmen. 21:50 Uhr, Position schließen, close, tschüss. Das war's. Und entsprechend dann kommt der nächste Punkt. Wir setzen entsprechend das Setup um. Und das ist es dann im Großen und Ganzen. Verzeihung. So, das ist dann im Großen und Ganzen eben tatsächlich schon bereits gewesen. Das ist die Basisstrategie. So, und damit ist es das im Großen und Ganzen eigentlich gewesen. Ich habe jetzt noch etwas vorbereitet, was ich aber erst in der kommenden Woche präsentieren werde dann. Wir sind jetzt schon ein bisschen, ich bin so ein bisschen von Höchst auf Stöckchen gekommen. Und zwar geht es darum, an dieser Stelle, wie man dieses Basis-Setup dann nutzen kann, um für sein Trading davon zu profitieren. Der eine oder andere wird jetzt sagen, na, ist ja super, jetzt habe ich ein Setup, das handle ich einfach. Und dann ist der Weg zu unendlichem Reichtum mit Trading im Grunde genommen geebnet. So einfach ist es nicht. Und das ist auch bekannt, dass es nicht so einfach ist. Der eine oder andere wundert sich dann immer, na, warum werden denn die Strategien einfach so weitergegeben? Das hat vor allem damit zu tun, das sehen wir alleine hier schon, die mentalen Schwierigkeiten, die zum Beispiel aus der Tatsache erwachsen, dass wir bei diesem Ansatz, den ich jetzt hier vorgestellt habe, für das betrachtete Zeitfenster eine Trefferquote haben, die offensichtlich im Bereich um eher kleiner als 50% liegt. Das mental einfach durchzuhandeln, ohne dadurch sich nervös zu machen, wenn man auch eine Serie von Verlusttrades hat. Bei den Monte Carlo Simulationen werde ich das zeigen, wie wichtig es ist, mit solchen Simulationen zu arbeiten, einfach um zu sehen, na, wie viele Serien von Verlusttrades kann ich denn haben? Ich kann jetzt an der Stelle sagen, bei diesen Parametern hier hat man Verlustserien von teilweise 15 Verlusttrades in Folge. Die müssen nicht alle in den Loss laufen zu 100%. Also da kann durchaus auch mal ein Trade dabei sein, den man ein bisschen früher vielleicht dann geschlossen hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, es besteht da durchaus die Möglichkeit, dass man solche Serien sich gegenübergesetzt sieht. Und man sei ehrlich zu sich, wie oft ist es schon passiert in der Vergangenheit, dass man schon nach drei Trades sich gesagt hat, der Handelsansatz, den ich versuche hier umzusetzen, der ist nicht profitabel, ich sollte lieber die Strategie wechseln. Und es kommt dann zu diesem klassischen sogenannten Strategie-Hopping. Es passiert exorbitant häufig. Und das ist eben etwas, Erwartungen zu formulieren. Bestimmte Erwartungen auszusimulieren, klare Bilder dafür zu haben, ist etwas, was enorm wichtig ist im Trading und was man nicht unterschätzen sollte und was es, wie gesagt, unglaublich schwierig macht, dieses so im Großen und Ganzen einfach anmutende Setup einfach umzusetzen. Und jetzt stellt sich die Frage, na gut, warum, was soll mir das dann bringen? Und genau dadurch kommen wir wieder zu den Piloten zurück mit dem Handelsplan, dass man so eine Routine entwickelt. Aber wir behalten uns das einfach für die nächste Woche. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall was, worauf ihr euch definitiv freuen könnt. Ich habe dazu auch eine Grafik vorbereitet. Ich will das aber, und das ist ganz wichtig, auf jeden Fall will ich noch mal kurz auf die Fragen eingehen. Da ist nämlich gerade noch eine gekommen. Okay, das ist ein interessanter Hinweis. Den kann ich jetzt an der Stelle natürlich nur schwierig bestätigen, bejahen oder beneinen. Ich beantworte die Frage oder beziehungsweise die Anmerkung aber mal aus meiner Erfahrung und eigentlich ist sie schon an der Stelle beantwortet worden von Stefan. Er schreibt, dass eben manchmal es zu leichten Differenzen kommt zwischen Demokonto und Live-Konto, dass die Kursbewegungen da nicht hundertprozentig identisch sind. Eventuell ist diese Anmerkung in Bezug gewesen jetzt auf meine Anmerkung, dass ich dann in einem Demokonto die Basisstrategie mitlaufen lasse, um dann diesen Vergleich anzustellen. Wie habe ich im Vergleich zur Basisstrategie formuliert? Performt. Und zwar, dass es dann zum Beispiel so ist, dass wenn man sich einen Euro-US-Dollar anschaut, dass man da das feststellen kann, das könnte sein, dass es aus Ersparnisgründen ist. Ich würde sogar sagen, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es Ersparnisgründe sind, dass man eben dort nicht den kompletten, ich nenne jetzt mal Tickflow durchgibt. Also ich weiß das von einem ehemaligen Arbeitgeber von mir damals, da war das auch so, dass im Live-Konto mehr Ticks zur Verfügung gestellt worden sind als im Demo-Modus, einfach weil sonst die Ressourcen, die dafür in Anspruch genommen worden wären, einfach zu enorm gewesen wären und das zu einer zu großen Kapazitätsauslastung, Serverauslastung geführt hätte. Und man in diesem Zusammenhang dann beim Demo eine leichte Ersparnis hatte, aber ich glaube, die Differenz, die sind trotzdem marginal. Also wir reden jetzt nicht von riesengroßen Unterschieden, die dann tatsächlich auftreten, aber erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass diese Ersparnis kostentechnische Gründe eben tatsächlich hat. Und
Ja, Martin stellt noch eine finale Frage, nämlich, ob ich nicht nur neben Euro, Yen und DAX auch plane, vielleicht Euro, Ethereum und Cable zu traden. Das wird sich auf ein Minimum beschränken tatsächlich, aber es ist denkbar, dass wir es tun, weil wir haben nämlich auch ein NFP-Live-Trading-Event, welches wir am ersten Freitag kommenden Monat haben. Und zwar, ich schaue es mal ganz kurz, dass ich den Freitag genau hier auf dem Schirm habe. Ist der 6. in dem Moment, ist richtig? Ja, es ist der 6. Es ist der 6. Juli. Da wird es ein NFP-Live-Training geben und folglich werden wir natürlich dort auch einen Blick auf Euro, US-Dollar und Pfund, US-Dollar, also Cable werfen. Und eventuell wird dann ein News Trade dort auch abgesetzt werden. Aber das hängt, wie gesagt, wie auch du weißt, ganz bestimmt von der jeweiligen Price-Action ab, ob das Setup dann auch solide ausschaut und dergleichen, wie sich die markttechnischen Bedingungen darstellen. Das werden wir dann einfach entsprechend sehen. Ja. So, dann möchte ich das an dieser Stelle dabei erstmal bewenden lassen. Ich freue mich sehr über eure rege Teilnahme. Ich freue mich oder ich hoffe, dass ihr habt etwas für euer Trading erstmal mitnehmen können. Wie gesagt, das ist der Start heute. Und wir werden das, was dann noch folgt, die letzten zwei Slides, die ich jetzt erstmal ausgespart habe, die werden wir auf jeden Fall nächste Woche am Dienstag um 9 Uhr, beziehungsweise im Zeitfenster von 9 bis 11 auf jeden Fall nachreichen, beziehungsweise ihr habt dann eine Möglichkeit zu sehen, wie so ein Plan, so ein Ablaufplan eben, der euch auch eine gewisse mentale Stabilität vielleicht dann in der Lage ist zu verleihen und eurem Trading euch in eine, ich sag mal, sichere Modus zu führen. Also Sicherheit ist etwas, wonach der Mensch auf ganz natürliche Art und Weise strebt und die im Trading unglaublich wichtig ist, die aber in einem solch ja, schwierigen und unsicheren Marktumfeld wie Trading oder Börse generell oder Finanzmärkte sehr schwer gefunden werden kann. Ja, und infolgedessen, wie gesagt, ich will euch da dann einfach so einen Plan an die Hand geben. Ich freue mich schon jetzt drauf. Nächste Woche, wie gesagt, 9 Uhr hören wir uns wieder morgens zur Markteröffnung im DAX. Und kann das jetzt auch hier ganz kurz mal final. Na, kommt da noch was? Nee, kommt nicht. Schade. Oder doch, oder ja, oder nein. Wir können es auch so machen. So, einen Moment, dann machen wir es so. Eine vielen Dank-Slide, ja. Und Live-Trading 26.06. Da sehen wir uns, hören wir uns wieder. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen meldet euch sehr gerne an Tickmill oder wie gesagt, meldet euch auch bei mir. Morning Meeting morgen früh 10:30 Uhr. Ich bin auf jeden Fall erreichbar in irgendeiner Form. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn in irgendeiner Form Fragen in Anschluss kommen, die man beantworten kann. Ja, wie gesagt, Happy Trading. Habt einen schönen Abend. Und wir hören uns allerspätestens wieder am 26.06. in einer Woche. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.